Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Toni Kraus ist Gast in der Sendung Treffpunkt Kulinarisch. Längst ein junger Mann und als Toni musikalisch aktiv, wurde der Erzgebirger als Klane Flugficht weithin bekannt. Mit 3 Jahren stand er das erste Mal an der Seite seines Vaters auf der Bühne. Ein Neuanfang gelang Toni mit seiner Single Bilder und dem Debütalbum Neuanfang. Nach zahlreichen Festival-, Club- und TV-Shows sowie mehrfachen Support-Slots für Max Giesinger, Lea und Co. ist Toni mit seiner neuen Platte Auf hoher See aktuell zurück. Über seinen Werdegang spricht der musikalische Erzgebirger an der Seite unseres Fernsehkochs Benjamin Unger. Dabei bereiten sie Hähnchenbrust und Reis mit Tomate und Mozzarella zu. Als Dessert gibt es Joghurt-Kaltschale mit Kräutern und Garnelen. Zu sehen ist Treffpunkt Kulinarisch ab Freitagabend.